Wer war Hans Fallada? Von Christian Winterstein. Am 17. Oktober 1911 trafen sich der 18 Jahre alte Rudolf Ditzen, später Hans Fallada, und sein Freund Hans-Dietrich von Necker in Rudolstadt, Thüringen, zu einem als Scheinduell getarnten Doppelselbstmordversuch. Der Schuss von Neckers verfehlt den Freund. Der kurzsichtige Ditzen trifft. Von Necker stürzt zu Boden. Ditzen eilt zu seinem Freund, der fleht, ihn zu töten. Ditzen feuert den tödlichen Schuss ab. Dann richtet er den Revolver gegen sich selbst. Mit zitternder Hand schießt er auf sein Herz und überlebt, schwer verletzt. Rudolf Ditzen wurde am 21. Juli 1893 in Greifswald als Sohn des Landrichters Wilhelm Ditzen und seiner Frau Elisabeth geboren. Er hatte zwei ältere Schwestern, Margarete und Elisabeth, und einen jüngeren Bruder, Ulrich. Die Familie ordnete sich, wie damals üblich, der Karriere des Familienoberhauptes unter. 1899 zog sie nach Berlin, wo Wilhelm Ditzen zum Kammergerichtsrat befördert wurde. 1909 siedelte sie nach Leipzig über, wo er als Reichsgerichtsrat tätig war. Sohn Rudolf konnte sich nicht anpassen. Er galt in der Schule als störrisch und sogar beschränkt. Er kränkelte oft. Hin und wieder nahm er ein paar kräftige Schlucke aus der Essigflasche und wurde daraufhin von seiner Mutter angesichts seines kreidebleichen Gesichts ins Bett gesteckt. Dort versank er in die Abenteuerwelten von Friedrich Gerstecker und Karl May. Später nahm er sich den Bücherschrank seines Vaters vor, las die französischen und russischen Realisten und befasste sich mit Friedrich Nietzsche und Oscar Wilde. Literatur wurde zu seiner Leidenschaft. Berufswunsch: Schriftsteller. Dem Doppelselbstmordversuch war ein Eklat vorausgegangen. Rudolf Ditzen war als Verfasser obszöner Briefe, in denen es um die Tochter eines Kollegen des Vaters ging, enttarnt worden. Als ihr Sohn nach dem fingierten Scheinduell wegen Mordes angeklagt war, entfuhr es der Mutter: Gott sei Dank, wenigstens nichts Sexuelles. Es war die Zeit des prüden Wilhelminismus, in der Rudolf Ditzen aufwuchs. 1912 wurde er für unzurechnungsfähig erklärt und in die geschlossene Nervenheilanstalt in Tannenfeld bei Jena eingewiesen. Diagnose: degenerierte psychopathische Minderwertigkeit. Adelaide Ditzen, die Schwester des Vaters, nahm sich ihres Neffen an. Als weltläufige Dame unterrichtete sie ihn in Englisch, Italienisch und Französisch. Sie leitete ihn zu literarischen Übersetzungsarbeiten an. Der Anstaltsleiter empfahl einen praktischen Beruf. Ab 1913 war Ditzen Landwirtschaftslehrling auf dem ehemaligen Rittergut Posterstein in Sachsen. Zur Freude seines Vaters meldete er sich 1914 freiwillig zum Kriegsdienst, aus dem er schon nach 11 Tagen als untauglich entlassen wurde. Zwischen 1915 und 1925 arbeitete Ditzen als Buchhalter und Kaufmann auf landwirtschaftlichen Gütern in Pommern, Mecklenburg, Westpreußen und auf Rügen. In dieser Zeit wurde er mit Morphium drogenabhängig. Er ließ sich in Entziehungskuren behandeln und begann die Arbeit an seinem ersten Buch, Der junge Gödel-Tschal, das 1920 erschien. Dieser im Stile des Expressionismus gearbeitete Pubertätsroman war für die damalige Zeit eine ungewöhnlich offene Darstellung des sexuellen Erwachens. Die Eltern Ditzens, die ihn während der Arbeit an dem Roman finanziell unterstützten, bestanden darauf, dass das Buch unter einem anderen Namen veröffentlicht wurde. Ditzen, dem die Hausmärchen der Gebrüder Grimm wohl bekannt waren, wählte als Vornamen Hans in Anlehnung an den unverdrossenen Hans im Glück und als Nachnamen Fallada als Verweis auf den Schimmel Fallada aus Die Gänsemarkt. Ebenso wie das abgeschlagene Haupt des Pferdes wollte auch Fallada auf seine Weise stets die Wahrheit sprechen. Seine Drogensucht finanzierte Fallada mit Unterschlagungen. Eine erste 6-monatige Haft saß er 1924 in Greifswald ab.
1926 trat Fallada eine 2,5-jährige Gefängnisstrafe in Neumünster an. Er hatte sich selbst bei der Polizei wegen Geldunterschlagungen angezeigt. Er wollte ins Gefängnis, um dort von seiner Drogensucht loszukommen. 1928 wurde Fallada nach Hamburg entlassen. Dort schlug er sich als mittelloser Adressenschreiber durch. Fallada suchte Hilfe beim Guttemplerorden, einer Abstinenzlerbewegung. Dort fand er Halt und Unterstützung. Über einen Ordensbruder lernte er die Lagerarbeiterin Anna Isselt kennen, von Fallada liebevoll Suse oder Lämmchen genannt. Er hatte ein Zimmer in der Wohnung ihrer Mutter bezogen. Ihre allererste Begegnung fand wohl im Treppenhaus statt. In einem Augenblick verschmolzen Sympathie und Bedürfnis ineinander und wurden zur Liebe auf den ersten Blick. Im Dezember 1928 verlobten sie sich, im April 1929 heirateten sie. Fallada arbeitete zu der Zeit als Lokalreporter beim Generalanzeiger für Neumünster. Suse, die ihn nie mit seinem Vornamen ansprach, sondern immer mit Junge, richtete Fallada wieder auf. Sie gab ihm Halt. Sie gab ihm Hoffnung. Sie glaubte an ihn. Sie schenkte ihm Liebe. Du Anfang und du Ende. Du all mein Glück, schrieb Fallada. Mit Suse hatte er emotional festen Boden unter den Füßen bekommen. Nun konnte er sein erzählerisches Talent produktiv umsetzen. 1930 zog das Paar nach Berlin. Sohn Ulrich wurde geboren. Fallada arbeitete beim Rowohlt Verlag als Teilzeitangestellter in der Rezensionsabteilung. Nachmittags schrieb er an dem Roman Bauern, Bonzen und Bomben, der 1931 erschien. Er beruht auf Ereignissen um die Landvolkbewegung in Neumünster Ende der 20er Jahre. Ein Welterfolg wurde Kleiner Mann, was nun, der 1932 erschien. Dieser Roman, im Stil der neuen Sachlichkeit geschrieben, behandelt ein Angestelltenschicksal in der Weltwirtschaftskrise. Er begründete Falladas Ruf als Volksschriftsteller. 1932 zählte man in Deutschland 6 Millionen Arbeitslose. Die Leser konnten sich mühelos in die Handlung, Dialoge und Figuren einfühlen. Sie kannten es, knapp bei Kasse zu sein. Fallada schildert jedoch nicht nur die materielle Not, sondern auch den sozialen Ausschluss. Der Protagonist, äußerlich schon etwas verwahrlost, steht vor einem Schaufenster und wird von einem Schutzpolizisten verscheucht. Und plötzlich begreift Pinneberg, dass er draußen ist. Fallada wurde berühmt und nebenbei sanierte er mit dem kleinen Mann den chronisch klammen Rowohlt Verlag. Es war in jeder Hinsicht das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt. Unfassbar viel Geld verdiente Fallada. Seinen Erfolg begoss er in den Bars und Kneipen von Berlin. Den anschließenden Kater versorgte Suse auf ihre stille und Nachsicht übende Weise. Ihr Junge hatte ihr in der Figur des Lämmchen ein literarisches Denkmal gesetzt. 1933 kaufte Fallada einen landwirtschaftlichen Hof in Karwitz bei Feldberg in Mecklenburg. Dort lebte er mit seiner Familie und schuf den Hauptteil seines Werkes. Tochter Lore, genannt Mücke, wurde geboren. Nur kurze Zeit war Fallada freier Schriftsteller. Im Nationalsozialismus war kein Schriftsteller mehr frei. Die Reichsschrifttumskammer wacht über die Themenauswahl und literarische Umsetzung. Abweichungen vom Nazi-Weltbild wurden sanktioniert. Die Romane »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst« und »Wir hatten mal ein Kind«, beide 1934 veröffentlicht, wurden von der NS-Kulturpolitik abgelehnt. Dabei hatte Fallada im Vorwort vom Blechnapf einen Knicks, wie er es nannte, vor den neuen Machthabern gemacht, indem er den humanen Strafvollzug der Weimarer Republik denunzierte. Thomas Mann sprach aus seinem Schweizer Exil von Feigheit des Autors vor den braunen Herren. Für Fallada kam eine Immigration nicht in Frage, auch nicht, als ihn die Reichsschrifttumskammer 1935 zum unerwünschten Autor erklärte und für kurze Zeit mit Berufsverbot belegte. Ein virtuoses Werk, 1937 veröffentlicht, gelang ihm mit Wolf unter Wölfen, ein Roman über die Inflationszeit 1923 in Deutschland. Propagandaminister Joseph Goebbels war von dem Werk angetan und fragte sich, ob Fallada dafür einen Preis oder das KZ erhalten soll.
Mit dem Schluss der Geschichte Der eiserne Gustav, 1938 erschienen, zeigte er sich jedoch keinesfalls einverstanden. Er bestand darauf, dass die Story nicht in der Zeit der Weimarer Republik endet, sondern mit der Machtübernahme der Nazis. Der eiserne Gustav, der auf der wahren Geschichte des Berliner Pferdekutschers Gustav Hartmann beruht, wurde Nazi. Fallada, der die Nazis verachtete, notierte nach der Umarbeitung: Die Welt kotzte mich an, ich mich selbst aber noch mehr. Er verlegte sich nun auf seichte Unterhaltung, Märchen und Kinderbücher. Das Durchlavieren setzte Fallada von Anfang an zu. Er bezahlte mit Depressionen, Alkoholeskapaden und Nervenzusammenbrüchen. 1940 wurde Sohn Achim geboren. Die Krisen gingen nicht spurlos an der Ehe vorbei. Spätestens 1944 war die Beziehung zwischen Suse und ihrem Jungen am Ende. Fallada lernte die morphiumsüchtige Alkoholikerin Ursula Losch in Feldberg kennen. Durch Ulla kam er wieder an Rauschgift. Die Ehe mit Suse wurde geschieden. In einem Streit mit ihr zog er betrunken einen Revolver und schoss in den Küchentisch. Angeklagt wegen Mordversuchs verbrachte er 3,5 Monate in der Landesheilanstalt Strelitz. Er hatte Glück und konnte die Ärzte davon überzeugen, dass er normal und nicht geistesgestört sei. Letzteres hätte in Nazi-Deutschland das Todesurteil bedeuten können. Weihnachten 1944 wurde er entlassen. Im Frühjahr 1945 heirateten Fallada und Ulla in Berlin. Dort taumelten sie am Abgrund zwischen Drogenrausch und Depression, Entzugsklinik und Nervenheilanstalt. Doch noch einmal gelang Fallada, ein echter Fallada mit Jeder stirbt für sich allein, posthum 1947 erschienen. Es ist der Roman über ein Arbeiterehepaar, das mit Postkarten und Flugblättern gegen das Nazi-Regime kämpft. Er beruht auf der wahren Geschichte der Berliner Widerstandskämpfer Otto und Elisa Hampel. Es war die letzte schriftstellerische Arbeit Falladas. Fallada starb am 5. Februar 1947 mit 53 Jahren in einem Hilfskrankenhaus in Berlin-Pankow an den Folgen seiner Alkohol- und Morphiumsucht.